19. Fürs GA-Team darf ich heute hier in der Frieda-Kahlo-Schule in St. Augustin Prellball testen. Und dazu werde ich die nächste Stunde mit den 5 Jungs vom ASV St. Augustin zusammen spielen. Ich bin sehr gespannt, wie ich mich schlagen werde. Und vor allen Dingen nicht so. Das ist der Beppo Volleyball. Also, das ist okay. Einmal kannst du so machen, ja. Wenn du kannst du so, aber erst mit dem Schuh. Okay. Nochmal. Probier nicht, ist weiter. Noch ein Push. Ja, gerne. Einfach ein bisschen hoch werfen und da drauf machen. Ne? Aber ein bisschen mehr Kraft drauf. Jetzt nehmen wir Wann spielen Sie zusammen hier in der Mannschaft? Im ASV wird seit den 50er, 60er Jahren Prellball gespielt. Und wir spielen seit 15, 20 Jahren zusammen, die wir hier sind, die Sie jetzt hier sehen. Und nach einer Stunde Faustball spielen, wie habe ich mich geschlagen? Gut, ich hätte es nicht besser machen können am Anfang. Das freut mich zu hören. Und wie alt sind Sie alle? Das müssen Sie mir jetzt auch mal verraten. Ich bin 65. 63. 68. 63, 85. Also nach oben keine Grenzen gesetzt. Suchen Sie denn noch Spieler? Bitte. Was müssen die denn für Voraussetzungen mitbringen? Die müssen nur sportlich ein bisschen aktiv sein, ja, und müssen beweglich sein. Einfach kommen und gucken. So, die Stunde ist jetzt um und es war anstrengender, als ich gedacht habe. Meine Knöchel sind rot, meine Hand ist auch schon wahrscheinlich morgenblau, jetzt schon rot und wund, aber es hat auf jeden Fall ziemlich viel Spaß gemacht.